Alexander Hamilton war einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten. Hallo? Ja, ich bin dran. Nein, ich tue gerade nichts Wichtiges. Er war der erste Finanzminister. Ashley, und er... Wie lauten die Regeln? Nicht reden, wenn Miss Knapp am Telefon ist. Wie war das? Ich habe den goldenen Bleistift-Lehrerpreis gewonnen? Ist das Ihr verdammter Ernst? Oh mein Gott. So muss es sich anfühlen, wenn man die erste Rose bekommt. Ja, ja, ich bin noch dran. Was ist mit meinem Referat über Alexander Hamilton? Ashley, Miss Knapp hat den höchsten Lehrerpreis der Welt gewonnen. Wen interessiert ein toter Typ, der ein Musical geschrieben hat? Ich bin die Beste. Wir gratulieren zu dieser unglaublichen Ehre, Miss Knapp. Und so, meine kleinen Freunde, macht man einen richtig geilen April-Scherz. Aber Sie haben nicht April-April gesagt. Geduld, junger Rodney. Miss F. mag ihre Scherze wie ihre Taco Bell Matsch Burritos. Sie mariniert sie gern eine Weile. Seht ihr, marinieren ist lustig. Feldman, deine April-Scherze sind so gemein. Du musst Chelsea die Wahrheit sagen, sonst denkt sie, sie wäre gut in ihrem Job. Und das ist nicht fair gegenüber ihren Schülern. Das würde alles ruinieren, als würde man das Ende von The Sixth Sense weglassen. Ihr wisst schon, dass Bruce Willis pädophil ist. Er ist nicht pädophil, er ist tot. Oh. Oh, deswegen redet seine Frau nicht mit ihm. Alle halten die Klappe. Ladies and Gentlemen, ich präsentiere Ihnen die wunderschöne und die mutige. Die mutige und die wunderschöne. Meine beste Freundin. Oh mein Gott. Okay. Ich habe den goldenen Bleistift gewonnen. Ich bin so aufgeregt, dass ich eine ganzseitige Gratulationsanzeige in der Chicagoland Gazette schalte. Die kostet viel Geld. Ja, vielleicht wartest du ein bisschen, bis du... Guten Morgen! Oh gut, ich bin froh, dass ihr alle hier seid. Ich habe aufregende Neuigkeiten. Es waren 767 Tage und fast genauso viele tränenreiche Nächte, seit ich das sagen konnte, aber... Ich habe einen Freund! Oh, Richard! Nein! Es fühlt sich so gut an, das zu sagen. Wer ist der Glückliche? Toby. Warte, was? Direktor Pearson? Mhm. Ist das dein Ernst? Es ist vielleicht ein Schock, aber wir haben viel Zeit miteinander verbracht und wir mögen uns sehr. Süße, sei nicht böse, aber ich wusste nicht mal, dass der Typ einen Schwanz hat. Es spielt keine Rolle, ob Toby einen Schwanz hat oder nicht. Caroline, wir freuen uns alle sehr für dich. Danke. Ich rede sonst nicht über Bettgeschichten, aber es wäre egoistisch, es nur mit meinem Tagebuch zu teilen. Es ist nämlich der fantastischste Sex, den ich je hatte. Er ist unglaublich. Heute Morgen hat er mir mein Haarband weggevögelt. Oh, also, was geht uns denn so? Guten Morgen, Ladies. Wie geht's Ihnen heute Morgen? Wundervoller Tag heute, nicht wahr? Also, die Damen. Caroline. Hm? Das lag noch auf der Rückbank meines Subarus. Dankeschön. Was macht ihr mit meinem Klassenraum? Arsch! Hey du, bevor du das Geld für eine Anzeige ausgibst, sollte ich dir dringend noch was sagen. Das am Telefon war meine Mom. Sie ist so stolz, dass ich den goldenen Bleistift gewonnen habe. Dieselbe Mom, die du nicht gesprochen hast seit... 6 Jahren, ja. Und sie hat noch nie gesagt, dass sie stolz auf mich ist. Nicht mal, als ich es in den Recall bei Albania's Next Topmodel schaffte. Die Einwohnerzahl ist kleiner, also waren meine Chancen höher. Ich kann nicht fassen, dass es endlich passiert ist. Meine Mom ist stolz auf mich, Feldman. Wow. Ich wünschte nur, sie würde zur Verleihung kommen. Verleihung? Ja, du weißt schon. Auf der Website steht, sie vergeben den Preis an der Schule des Gewinners. Alle werden so inspiriert sein, sie werden noch die Schule nach mir benennen. Snap-Schule. Ach, richtig. Die Preisverleihung. Total. Ich habe total in die Scheiße gegriffen. Wie soll ich denn eine Preisverleihung auf die Beine stellen? Du musst ihr die Wahrheit sagen. Sie übt ihre Mom-Umarmung an mir und wispert dabei, ich vergebe dir. Ach, deswegen kann ich es ihr nicht sagen. Sie haben gerade wieder angefangen zu reden. Also, wie war das? Also, ich kam gerade vom Kunstsacheneinkauf zurück. Da sehe ich Frank in einem Wutanfall meinen Wagen durch den Flur werfen. Er hat ihn geworfen? Nicht wirklich, aber metaphorisch, ja. Und unterm Strich gilt, Frank ist ein Riesenarschloch.
Er steht hinter mir, oder? Oh, hey, Frank. Tut mir leid, wenn ich Sie beleidigt habe, weil ich Ihren Kunstwagen bewegt habe, aber er blockierte meine Bürotür. Oh nein, nein, es ging nicht um Sie. Ich meinte jemand anderen. Der heißt auch Frank. Er hat meinen Einkaufswagen bewegt. Im Supermarkt. Nett, Sie zu sehen, Frank. So schlecht war die Ausrede nicht, oder? Doch. Toby Tiger, du wolltest mich sehen? So darfst du mich nur hinter verschlossenen Türen nennen. Heute Morgen war es komisch mit den anderen Lehrerinnen. Hast du ihnen zufällig von uns beiden erzählt? Oh ja, aber es ist keine große Sache. Doch es ist eine große Sache, Care Bear. Ich bewerte doch heute alle Lehrer. Und wenn sie wissen, dass ich dein Freund bin, vermindert das meine Autorität. Sie müssen in mir den Alpha-Löwen dieses Rudels sehen. Also, wenn sie gesehen hätten, wie du mich heute Morgen auf der Rückbank genommen hast, würden sie das. Ich bin nur froh, dass der böse Junge Memory-Sitze hat. Ich will nicht, dass sich unsere Zusammenarbeit ändert. Ja. Wir müssen nur etwas tun, das sie merken lässt, dass alles normal ist. Willkommen, Ladies! Danke, dass Sie ins Lehrerzimmer gekommen sind. Wir arbeiten hier. Fühlt euch wie zu Hause. Ist das ein Traum? Schnell, Chelsea, box mir in den Bauch. Was? Nein. Komm schon. Wie Sie alle wissen, sind Caroline und ich ein Paar. Und wir haben Sie heute eingeladen, um Ihnen zu versichern, dass sich nichts ändern wird, nur weil wir jetzt zusammen sind. Mini-Quiche gefällig? Sie müssen alle probieren. Caroline hat die saftigste kleine Quiche, in die ich je gebissen habe. Miam, miam, ja. Das könnte ich den ganzen Tag. Oh ja. Lustig, wenn man in die eigene beißt. Oh. Also, Miss Bennigan, wie schätzen Sie Ihre diesjährige Gesamtleistung denn ein? Miss Bennigan? Quiche! Die Schüler brauchen etwas Greifbares, um ihre Fortschritte einzuschätzen. Widersprechen Sie der Idee häufigerer Tests? Überhaupt nicht. Ich habe nichts gegen Ihre Tests, die... Ich meine Testikel... Tests. Oh mein Gott. Ich finde es nicht komisch. Ich hatte mal einen Mann mit einem kurzen Bein. Okay, wir sind ja fertig. Chelsea! Bist du am Boden zerstört, weil du rausgefunden hast, dass ein kürzlich von dir erreichter Erfolg gar nicht echt ist? Nein, das sind Freudentränen. Oh. Alle denken, mein Leben wäre perfekt, weil meine Knöchel so zart sind, aber dieses Jahr war wirklich hart für mich. Meine Zweifingerfeige wurde zu einer Einfingerfeige. Das heißt, entweder werden meine Schenkel fett oder ich habe Elton John Wurstfinger. Aber seit ich diesen Preis habe, fühlt sich mein Leben wieder lebenswert an. Verstehst du? Und ich habe herausgefunden, dass es einen 5.000 $ Geldpreis gibt. Hier. Oh, scheiße. Bin ich jetzt neidisch auf dich. Meine Bewertung lief furchtbar. Ich dachte nicht, dass der Teufel die Form von Carolines saftiger Quiche annehmen könnte. Meine war auch scheiße. Ihr übertreibt. Ich bin sicher, es lief gut. Du hast gut reden. Deine Bewertung lief wahrscheinlich oral. Die Bewertungen sind da. Oh, in Umschlägen, wie bei den Oscars. Cool. Dankeschön. Und für dich. Danke. Hier, bitte. Ach, kein Wort über die Quiche. Meine ist in Ordnung. Er will nur, dass ich meinen Wagen öle. Oh, nicht schlecht. Auch wenn da steht, meine Kleidung wäre manchmal unpassend, was verrückt ist. Was steht in deiner Bewertung? Nichts weiter, nur... Gute Arbeit. Gute Arbeit? Mhm. Jetzt gib sie zurück. Ich bin so froh, dass es dich gibt. Ich freue mich so sehr. Meine Lieblingslehrerin, mein reizender Care Bear. Bist süß wie Honig und lässt mich nie im Stich. Volle Punktzahl für dich in jeder Hinsicht. Deine Bewertung ist ein Gedicht? Ein Bewertungsgedicht? Ich dachte, wir wollten die Dinge professionell halten. Entschuldige, du hast recht. Ich hätte dir kein Gedicht schreiben dürfen. Aber hast du gelesen, wie ich so sehr auf Care Bear gereimt habe? Dafür brauchte ich nicht mal Reimzone.com. Ich weiß.
Es war sehr beeindruckend, aber jetzt denken alle, dass du mich bevorzugst. Oh Mist, was soll ich tun? Nichts! Tu gar nichts! Benimm dich einfach normal. Okay, das schaffe ich. Kannst du fassen, wie Frank mich vorhin verbal attackiert hat? Ich meine, wieso belauscht er überhaupt meine Gespräche? Er stalkt mich ja quasi. Er steht wieder hinter mir, oder? Mhm. Hey, Frank! Das sind topaktuelle Spitzensitze, Mann. Sehr strapazierfähig. Modernstes Kunstleder. Hab höchstens 10-mal drauf geschlafen. Sehr leicht auszubauen. Siehst du? Leicht auszubauen. Guck sie dir an, Mann. Feldman, was machst du da? Das Preisgeld für Chelsea zusammenkratzen. Du solltest ihr die Wahrheit sagen. Nee, da verkaufe ich lieber meine Sitze und organisiere eine Fake-Verleihung. Das ist einfacher. Darf dieser Typ in die Nähe von Grundschulen? Ich nehme sie. Okay, Eric, du geiler Kerl. Das macht $5,000. Gut. Wie wär's mit 300 und $25 und 63 Cent? Bezüglich der Bewertungen. Ich wollte Test sagen. Nein, nein, darum geht es nicht. Es geht ehrlich gesagt um Kerbert. Ich meine Haarband. Ich meine Kerbert. Herrgott nochmal. Bitte seien Sie nicht wütend auf Caroline. Bin ich nicht. Hat sie gesagt, ich wäre wütend? Ja, nein. Ich meine, ich glaube, Sie und die Mädels haben ihre Gefühle verletzt. Okay. Also sollten Sie und die anderen sich vielleicht bei ihr entschuldigen. Sicher doch. Oh, und bitte sprechen Sie sie nicht drauf an, ja? Yo, Kerbär! Deine kleine Schlampe hat gesagt, ich soll mich bei dir entschuldigen. Was? Es tut mir leid, ich hab gesagt, das soll er nicht. Gott, jetzt muss ich aufpassen, was ich in deiner Nähe sage. Du weißt, ich kann nicht filtern. Rede nicht über uns bei unserem Boss. Ich hatte dich gebeten, nichts zu sagen. Sie hat's dir erzählt? Es tut mir leid, Kerbär. Lass mich das klären. Nein, du hast es schon schlimmer gemacht. Hör auf damit! Tu einfach gar nichts. Mrs. Adler? Mrs. Adler? Mrs. Adler! Caroline weiß viel zu viel. Wenn sie Pearson von dem minderjährigen Gymnasten erzählt, mit dem ich rumgemacht habe, bin ich geliefert. Oh, was? Hätte ich etwa wissen sollen, dass er zu jung ist, weil er keine Haare hatte? Die rasieren alle ihre Körper. Hi, Leute. Ich muss los. Ich auch. Ich auch. Bin auch raus. Oh, okay. Ich schätze, wir sehen uns dann später. Keine von Ihnen redet noch mit mir. Du hättest das Ihnen nicht erzählen sollen. Oh, also ist es meine Schuld. Ich versuche nur zu helfen, Kerbert. Hör auf, mich Kerbert zu nennen. Das ist dämlich. Ich bin eine erwachsene Frau. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, ob das mit uns funktioniert. Was? Im Büro des Direktors erwartet. Leider geht das nicht, denn meine Schüler erwarten, dass sie etwas lernen. Sie wissen schon, das ist mein Job. Wilbur und Charlotte wartet, Kinder. Wir wollen doch rausfinden, was mit Wilbur passiert, nicht wahr? Miss Watson, Sie wissen, dass ich emotional zerbrechlich bin. Bitte. Ich war nicht mehr so wütend auf dich seit deinem Dazwischengerede bei Fixer Upper. Ich will nicht wieder davon anfangen. Aber niemand sollte so viel vertäfeln. Es ist zu viel. Wie kannst du es wagen, Joanna und Chip zu kritisieren? Vertäfelung ist zeitlos. Voller Demut, dass ich gewonnen habe. Heiraten, Vögeln, Töten. Ich liebe dieses Spiel. Mr. Spinori, Frank und Mr. Higgins. Ich heirate Mr. Higgins, töte Spinoli, Vögel Frank.
Wir wollten... Nein, schon okay. Das war das Beste von heute. Ja. Schade, dass du mich töten willst, Cecilia. Kommt schon, Leute, setzt euch endlich! Sind wir uns gut? Ich will einfach nicht die Person sein, die zwischen dir und deinem Job steht. Das ist Feldman. Und ich will nicht die Person sein, die zwischen dir und deinen Freunden steht. Ich weiß, wie wichtig dir diese Mädels... Sag doch einfach Frauen. Frauen dir sind. Was sollen wir tun? Was geht, Leute? Ich bin Eric von der goldenen Bleistiftfirma. Wie geht's uns heute? Woo! Alles klar? Wenn ich sage goldener, sagt ihr Bleistift. Bleistift? Scheiße! Ich hätte goldener sagen müssen. Gut. Danke, Eric, vom offiziellen goldenen Bleistift Hauptquartier. Chelsea, die Fillmore ist so stolz auf dich. Bitte nimm deine wohlverdiente Trophäe an und die erste Rate deines 5.000-Dollar-Preisgeldes. Oh, das ist so toll. Oh mein Gott, die ist so schwer. Wow, ich wusste ja nicht, ich habe nicht mal was vorbereitet, aber Moment. Ich bin so geehrt vom Gewinn dieses Golden Globes. Bleistift. Ich verdiene ihn total. Ich danke mir. Yay! Yeah. Ich habe auch etwas zu sagen. Nach reiflicher Überlegung und vielen wundervollen Jahren habe ich mich dafür entschieden, als Schulleiter der Fillmore zurückzutreten. Oh mein Gott. Nein! Toby, bitte, verlass die Fillmore nicht. Es ist das Beste für uns beide, wenn wir wollen, dass unsere romantische Saat eine Chance hat, zu einer majestätischen Plumeria zu werden. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist sogar noch aufmerksamer als die ganze Staffel International House Hunters mit mir zu gucken. Diese Serie ist unerträglich, aber ich würde alles für dich tun. Hey, wenn es unseretwegen ist, tun sie es nicht. Wir brauchen nur etwas Zeit, um uns daran zu gewöhnen. Ja, gehen sie nicht, Mann. Ich meine Pearson. Ich meine Direktor Pearson. Dankeschön, aber ich gehe, weil es so das Beste für unsere Beziehung ist. Wenn Sie mich fragen, Sie beide sind ein wunderschönes Paar. Nein, das ist widerlich. Das ist krass. Hallo? Gratuliere, Süße. Oh, danke. Oh, und Feldman? Ja. Nur zu deiner Information, der goldene Bleistift wird nicht vor Juni verliehen. April, April, Bitch. Warte, was? Meine Mom wäre niemals stolz auf mich.